Hey und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dreamlight Valley und jetzt ganz viel Spaß beim Zusehen. Wir brauchen ihn da noch, okay. Das haben wir. Das haben wir. Können wir eigentlich auch mit allen auf einmal chillen? Die laufen uns dann alle so richtig dämlich hinterher, oder? Oh, das will ich ausprobieren. Wo läuft Goofy hier rum? Goofy! Ich sehe den nicht. Okay, lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Aber sobald wir irgendwie Goofy oder Dagobert oder so begegnen, ich will das wirklich mal ausprobieren. Ob man das parallel laufen haben kann, weil ansonsten wäre das ja eigentlich richtig cheap, weil dann kannst du ja machen, was du willst und du kriegst bei allem einen Bonus. Was brauchen wir noch? Einen blauen Bartfaden. Hab ich auch nicht mehr. Weil, siehe da, wir sind auf Level Stufe 5. Oh mein Gott. Habe ich auch nicht mehr, weil siehe da, ich habe alles verkauft. Eine Erinnerung. Können wir jetzt bitte kurz die Dings hier anpflanzen? Oh, tatsächlich, ich habe am Anfang eigentlich gedacht, das ist quasi unmöglich, dass die Saaten irgendwie leer gehen oder dass es halt irgendwie weniger wird oder so. Aber tatsächlich, wir kommen jetzt langsam in einen kleinen Mangel. Das war's jetzt? Und was möchtest du, kleiner Mann? Möchtest du einen Apfel haben? Süß. Neue graues Eichhörnchen. Ist das Eichhörnchen jetzt unser Freund? Möchtest du noch einen Apfel haben? Wir brauchen trotzdem noch einen letzten blauen Bartfaden. Holy moly, es kann ja nicht sein, dass ich den jetzt nicht finde. Und dass die jetzt nirgendwo auch nur noch eine einzige Blume ist. Ich weiß auch noch nicht, wie lange die brauchen in der Regel, um zu respawnen. Das ist einmal der Punkt. Es war kein blauer. Weil allzu lange soll das ja eigentlich nicht dauern. Aber finden tust du es trotzdem nicht. Und ich würde eigentlich ganz gerne in der Aufgabe vorankommen, wenn wir jetzt schon mal bei sind. Aber wir leveln auf jeden Fall die Freundschaft, egal was wir tun. Das ist ganz cool. Graben Level 3. Level Glätter kann mehr Gegenstände finden, wenn du gräbst. In Ordnung. Goofy. Kann ich das jetzt noch aufnehmen? Ja. So, verkaufen wir mal wieder die Blumen, die wir jetzt nicht brauchen. Davon weg, davon weg. Das weg. Haben wir. Haben wir. Davon haben wir jetzt schon mehr als genug.
Wir haben trotzdem nur noch keinen dritten Dings. Es ist doch zum Lachen. Das Einzige, was ich halt wirklich, wirklich cool finde, ist, dass halt Aufheben keine Energie verbraucht. Ich glaube, es wäre super, super anstrengend, wenn du jedes Mal, wenn du etwas aufhebst, auch noch zusätzlich Energie verbrauchen würdest. Oh mein Gott, habe ich es nicht umgestellt. Ey, du bist meine Rettung. Hi. Ein wachsames Auge der Moderatoren ist immer super wichtig. Vor allem, ich zock seit doch bestimmt schon über eine Stunde. Lol, ich habe nicht drauf geachtet, ob meine Kategorie stimmt. Ich habe nicht drauf geachtet. Shame on me. Als ob schon wieder das Inventar voll ist. Das ist doch ein schlechter Scherz. Schön, dich zu sehen. Was brauchen wir denn nicht? Wir brauchen davon irgendwie alles. Wir laufen lieber mal nach Hause. Bin gerade aufgestanden und war so, warte, da stimmt was nicht. Erstmal geändert. Oh mein Gott, danke schön. Ich habe wirklich, ich habe beim besten Willen, ich habe nicht drauf geachtet heute. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Dann räumen wir mal unser Inventar leer. Das, dafür haben wir keinen Platz drüben. Den werden wir verkaufen. Das können wir nicht übertragen, aber die können wir übertragen. Das können wir auch nicht übertragen, aber die. Davon haben wir. Die können wir auch nicht drüber, ne? Ey, da verbessern wir schon das Haus und wir haben trotzdem noch absolut gar keinen Platz für irgendwas, ne? Wir haben keinen Platz für irgendwas. Ja, das war's. Das ist alles, was wir rausräumen können. Warte mal, da stimmt was nicht. Nee, da stimmt auch was nicht. Oh, ist es blauer? Ist es nicht. Ach, Mano. Ich brauche eine Blume. Eine. Auch eine Blume. Das kann es nicht angehen. Ich will doch einfach nur ein Vogelhaus bauen. Wo ist es hingelaufen? Ja, dann lauf. Los, lauf. Und jetzt laufen wir wieder zurück. Okay, es hat mir gerade nichts zu zeigen. Habe jetzt erstmal einen Twitch Prime Drop für LOL abgeholt. Ja, nice. Oh, auf LOL hätte ich auch mal wieder Bock. Ich habe letztens nachts LOL gezockt. Tatsächlich mal wieder. Ich, die gefühlt seit 3 Jahren League of Legends nicht mehr angefasst hat. Aber so zwischendrin ist dann doch immer mal so ein Moment, wo man schon Bock drauf hat, ne? Ich brauche einen blauen Bartfaden. Kann ich den jetzt bitte finden? Hier ist irgendwas rausgefallen. Eine Erinnerung. Von Rapunzel. Ah, mal. Ist nice. Graues Eichhörnchen, rotes Eichhörnchen, schwarzes Eichhörnchen, weißes Eichhörnchen. Wo du das findest, Hauptplatz. Terminplan, den ganzen Tag. Heute nicht da. Ja, moin.
Den ganzen Tag und heute nicht da. So, da können wir einmal kurz durchswipen. Wie sieht's da aus? Hammer. Gibt es auch Alice? Ich habe keine Ahnung. Nee, kein LoL zocken. Ja, vielleicht später oder heute Abend vielleicht nochmal oder so. Also ich werde jetzt nicht instant jetzt irgendwie auf LoL rum, also umsteigen oder so, aber ich glaube, ich habe doch schon, ich habe ein bisschen Bock auf LoL. So ein klein wenig, so ein, zwei Runden heute Abend zum Abschluss oder so. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob es Alice gibt. Habe ich das schon beantwortet? Ich weiß es nicht. Ich habe letzte Woche habe ich, glaube ich, gerade erst angefangen mit Dreamlight Valley. Dementsprechend, ich bin absolut planlos, was in diesem Spiel überhaupt möglich ist, was hier überhaupt passieren wird. Ich weiß es nicht. Beim besten Willen. Aber eigentlich müssen wir doch mit ihm jetzt auch schon wieder reden können, oder? Wir haben ein Schicksal zu erfüllen. Was soll ich mit dem Dreamlight machen, das ich gesammelt habe? Du hast genug Dreamlight, um die Nachtdorn von einem Geschosse zu vertreiben. Bravo. Ach, jetzt kann ich es untersuchen. Jetzt auf einmal kann ich das. Ich, der aus der Prime-Kapsel Naafiri bekommen hat. Ja, es ist auch so ein Ding gewesen, ey. Dann entfernen wir mal die Nachtdorn. Aber dann kommen wir jetzt auch an den Strand, weil wir haben noch 1000 Dreamlight übrig. Ja, cool, jetzt können wir da rein. Betreten wir jetzt das Schloss. Oh, ist das mega! Oh mein Gott, das ist so cool. Jetzt erinnere ich mich. Es geht nicht darum, was ein Traumschloss ist, es geht darum, wer darin ist. Als unsere Herrscherin ging und das Vergessen das Tal übernahm, blieben einige von uns zurück. Andere wiederum beschlossen, in ihre Reiche zurückzukehren. Jede Tür vor dir führt in ein anderes Reich, zu einem anderen Traum, in ihre eigene Welt. Oh mein Gott, ist das amazing. Was passiert hier? Das Schloss ist voller Tore zu anderen Welten. Ist das gefährlich? Ich fürchte, das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass du allen Herausforderungen gewachsen bist, die hinter diesen Türen liegen könnten. Du wirst unzählige Freunde treffen, die dir helfen werden. Ich fürchte allerdings, dass sie sich nicht an Dreamlight Valley erinnern werden. Es liegt also an dir, einen Weg zu finden, sie nach Hause zu bringen. Wie ich sehe, hast du gerade noch genug Dreamlight übrig, um die erste Tür zu öffnen. Du musst dich für das erste Reich entscheiden, in das du gehen möchtest. Ich möchte einen verlassenen Planeten mit einem schüchternen Roboter besuchen. Wally! Ein Restaurant mit einem großartigen kleinen Koch besuchen. Da haben wir Remy. Den Ozean mit einem Halbgott besuchen. Den Ozean mit einem Halbgott? Ist das hier? Lass mich kurz überlegen. Geht das in Richtung Dingsens? Mensch, wie heißt sie? Vajana? Ja, es geht dann um Halbgott. Also jetzt wirklich, also Halbgöttern zusammen mit Ozean würde ich jetzt eigentlich instant an Vajana denken. Aber ich bin euch ehrlich, ich bin so ein krank großer Wardy-Fan. Wir gehen zu Wardy. Wunderbar, ich erinnere mich an einen schüchternen, wortkargen kleinen Roboter. Also, sobald du dich durch diese Tür gehst, gelangst du in ein anderes Reich. Hilf den Leuten dort so gut du kannst. Erzähle ihnen vom Dreamlight Valley und bitte sie um Hilfe. Wir werden alle unsere Freunde hier brauchen, um uns auf das vorzubereiten, was vor Ja, uns liegt. sehr gut. Erkunde Wallys Reich. Wir können das jetzt wirklich tun. Ist das cool? Oh mein Gott. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ich gehe weinen, ist das süß. Klar, ich komme super gerne DC, gar kein Problem.
Was geht ab? Nichts und bei dir? Ich spiele Dream My Belly. Ich habe die ganze Zeit jetzt so Hoffnungen, dass es irgendwo eine Welt mit Alice im Wunderland gibt, ne? Oh, das wäre so cool. Jetzt können wir das ja alles entfernen. Und jetzt können wir so Schrott sammeln. Oh mein Gott. Ey, das ist so krass, ne? Du hast hier so viel zu tun. Du hast so viele Welten, die sich aufräumen lassen, um Dinge zu erledigen und Nachtdornen zu entfernen und Ich Freunde guck dir zu die ganze holen. Zeit nebenbei zu, das ist. Ja, Es ist so insane. ich bin so Feuer und Flamme für dieses Spiel. Das kam ja letztes Jahr auf den Markt. Und Ja. ja, es kam letztes Jahr auf den Markt und ich war halt so, ja, okay, ich kann ja mal jetzt so reingucken. Ne? Ist ein bisschen Zeit vergangen. So, vielleicht bockt es ja, ne? Weil irgendwie, weiß ich nicht, hatte vorher auch nie so wirklich die Möglichkeiten, groß zu zocken. Ich dachte so, Ja. okay, eigentlich hast du schon Bock drauf. Und ich bin, seitdem ich es letzte Woche angezockt habe, ich bin Feuer und Flamme dafür. Oh mein Gott, da ist ein kleines Bäumchen gewachsen. Ja. Ach, da können wir die Welt wieder verlassen. Okay. Ach so, Mickey, wir müssen nicht mehr chillen. Tschüss, lass uns später abhängen. Der Arme steht jetzt hier vor und wartet auf mich. Da ist jetzt ein kleines Bäumchen Ich weiß gewachsen. nicht, mittlerweile macht mir Mickey Mouse irgendwie Angst. Warum? Ich habe so viele weirde Sachen gesehen von Mickey Mouse, dass mir das mittlerweile Angst macht. Unser Inventar ist voll. Wir müssen gleich mal ein bisschen was verkaufen gehen. Nutzloser Müll. Müll in der Welt von Wall-E. Es ist so cool. Dann kramen wir direkt mal ein bisschen. Dann haben wir das auch schon erledigt. Und dann können wir mit Wall-E reden. Oh. Oh mein Gott. Wall-E. Hui. Hallo, ich bin Betty. Wally. Hallo Wally. Ich bin hier. Oh mein Gott, du bist so niedlich. Ja, da sehe ich mich. Ups. Vielleicht war das ein bisschen zu heftig für Wally. Es tut mir leid, entschuldige. Ich wollte dich nicht erschrecken. Wally, du kannst mir vertrauen. Oh, ah. Du scheinst verärgert zu sein. Was ist los? Oh, du kannst dich nicht bewegen. Bist du kaputt? Vielleicht hast du einen Teil verloren. Ich werde mich mal umsehen. Was müssen wir machen? Durchsuche das Reich, einen Weg zu finden, Wall-E zu reparieren. Da ist auf jeden Fall noch was, was wir gießen können. Oh mein Gott, Wall-E ist einfach so süß, ne? Also für mich gibt es einfach keinen süßeren Disney-Charakter, als dass es Wall-E gibt. So, dahinter kommen wir jetzt nicht weiter. Wie haben wir jetzt? Im Endeffekt. Aha, unser Inventar ist voll. Wir müssen einmal kurz die Welt verlassen. Gehen wir einmal kurz aus dem Schloss raus. Nico, Nico. Wally, so ein Cutie. Simba ist doch auch cute. Ja, schon. Bisschen. Schüsse Oh mein verschiedene Gott, Augen. Kass. Nein, ich kann das nicht mehr. Wie cool. Um exklusive Möbelkleidung und mehr zu verdienen. Sternfahrt. Okay, ja, okay. Beschreibung, Aufgaben, Belohnungen. Mondstein. Bunter Narr. Torbogen, Halloween. Oh mein Gott. Entwurzel das Vergessen. Das können wir schon einsammeln. Zertrümmer einige Felsen. Dreamlight-Pflichten. Zeit mit klassischen Freunden. Lieblingsgeschenk zu geben, als zu bekommen. Oh Mann, ey, es gibt hier so viel. Es gibt einfach so viel. Ich kann es nicht. Es ist so viel. Aber Simba ist auch cute. Simba, ich bin mal gespannt. Also je nachdem, was das für Welten sind. Also ich habe das Gefühl, dass das, was ich jetzt so mitkriege, beschränkt es sich doch mehr auf Pixar. Bin mal gespannt, was für Welten wir noch so erkunden.
Stimmt, es gibt ja einen neuen Champ. Schon wieder? Ja. Wieso kann ich? Aber ich hab doch. Ach, ich kann nur 50. Okay, das erklärt's. Dann packen wir das noch rüber. Der kann eigentlich auch weg. Dann kann. Ist da wieder mit drin? Ja. Wir haben eindeutig zu viele Steine. Ich verkaufe aber mal einen Satz Steine. Ich glaube, das kommt ganz gut. So. Dann können wir jetzt noch mal kurz zu Goofy laufen und noch ein bisschen was verkaufen. Und dann laufen wir zurück zu Wally. Es ist nur ein bisschen dämlich, weil im Endeffekt laufen wir gerade direkt in die ganz falsche Richtung. Aber es ist egal. Ich freue mich schon darauf, wenn später auch die ganze Schnellreise und sowas da ist. Ey, das ist so krass. Ne? Die Welt muss eigentlich so groß sein. Du hast nachher noch so viele Schnellreisefunktionen. So. Steine. Haben wir. Verkaufe ich jetzt irgendwas, was ich nicht verkaufen sollte? Nein. Haben wir. Sehe ich zufällig irgendwo direkt Goofy immer hier rumlaufen? Nee, ne? Schade. Weil da oben ist Mickey. Ich muss mal gucken, was passiert, wenn ich denen so Sachen wie so den Obstsalat und sowas schenke. Hier, guck mal, lass uns mal reden. Ich hab was für dich. Cracker. Oh Junge, das ist schön. Hi. Dann quatschen wir direkt nochmal mit dem. Wie geht's uns? Ja! Uns geht's gut. Cool. Freundschaft gepflegt, alles in Ordnung. Wally. Das ist eine Truhe. Kommen wir hier direkt schon hoch? Oh mein Gott. Das ist Safe König der Löwen. Das ist die Schneekönigin. Wie die Viecher heißen, weiß ich nicht mehr. Geht das Richtung Monster AG? Nein, das war, wie heißt's? Toy Story. Das waren diese komischen Aliens, genau, aus Toy Story. Toy Story, die Schön und das Biest. Und die hier oben sehen wir auch noch nicht. Okay, krass. Und da geht's auch noch weiter. Oh mein Gott. Dieses Spiel ist riesig. Dieses Spiel ist riesig. Da geht's auch noch weiter. Da sind auch noch mal vier. Hier sind auch noch mal drei. Oh mein Gott. Hier sind noch mal vier. Betty ist im Paradies. Das ist alles so riesig. Das ist einfach alles ein ganz großes Disney-Paradies. Wally. Betty, ich will weinen. Warum? Du musst dir vorstellen, ich krieg ja aus den Twitch Prime Kapseln ja immer auch die Echtgeldwährung so ein bisschen, ne? Ja. Also, mir fehlen exakt 60 von der Echtgeldwährung in League, um mir den Kaiser-Skin zu kaufen, den ich haben will. Aua. Ah, wir können hier. Ja, no way. Wir haben ein Lager hier vor Ort. Aber ich könnte mir die neue auch direkt. Ich könnte mir rein theoretisch auch die neue holen. I mean. Das ist so cool. Können wir hier Lager plündern? Wir haben hier sogar eine Werkbank stehen. Warum habe ich die gerade noch nicht gesehen?
Können wir das jetzt eigentlich hier alles anpflanzen? Weil das wächst hier ja bestimmt besser als bei uns drüben. Weil, as you know, ne, in der jeweiligen Welt wächst es besser. Macht auch Sinn irgendwie, ne? Ja, macht's auch. Dann lass uns mal direkt hier noch ein paar mehr Felder anlegen. Nein, du sollst es nicht wegmachen. Aber wir haben etwas gefunden, womit wir Wally reparieren können. Das ist cool. Wieso kann ich das da kein... Ich kann da keinen hinsetzen. Ich gehe rein. Oh mein Gott, jetzt weiß ich aber auch, warum du irgendwann einfach daily in dieses Spiel gucken sollst, weil du wahrscheinlich irgendwann einfach daily eine Stunde in diesem Spiel verbringst. Einfach um in diese ganzen Welten zu laufen. Und alles so zu ernten und wieder zu pflanzen und wieder zu ernten und wieder zu pflanzen. Und dann musst du ja auch mit allen reden, um die Freundschaften zu pflegen. Dann hast du ja daily Aufgaben. Ich glaube, irgendwann bist du warst so daily 2-3 Stunden in diesem Spiel und kommst einfach nicht zu Potte. Einfach gefangen, wie ein GTA-RP. Ja, so ein Ding wird das. Dann geben wir Wally mal die Raupenkette. Oh lol, ich könnte mir Maokai holen. Mit einem Skin direkt dazu. Ich sehe gerade, dass so aber im Pegel ganz schön laut bist. Warte, ich muss dich kurz ein bisschen leiser einstellen. Nicht so laut, oh mein Gott, es tut mir leid. Nee, alles gut. Ich habe dich einfach nur ein bisschen laut gepegelt gehabt. Alles kein Ding. Oh, I'm sorry. Tada! Wuhu, du bist repariert, Wally. Oh, Directive, Erde. Du versuchst die Erde zu säubern? Pfeife, brauchst du Hilfe? Pfeife, sieht so, als würdest du diesen Müll in stapelbare Würfel verwandeln. Ich wette, das könnte ich auf der Werkbank machen. Jetzt sollen wir... Weil, verstehe ich das jetzt richtig, dass wir jetzt den Weltraummüll... Müllwürfel herstellen. Jetzt haben wir Müllwürfel. Wie cool ist das denn? Wir haben jetzt einfach Müllwürfel. Dann geben wir ihm mal die Müllwürfel. Es ist alles sauber. Yippie. Diese Welt ist auf seltsame Weise schön. Niedlich, genau wie du. Ohne Leben. Verwirrt. Nehmen wir das. Wow, dieser Ort hat eine Menge... Müll. Tada, Pflanzen. Du willst, dass es mehr Pflanzen gibt? Das können wir tun. Wir müssen Samen sehen. Ja, okay, haben wir erledigt. Wirst du in mein Dorf kommen? Verstärkten Schwierigkeiten. Merlin sagt, ich soll dich holen. Ich hab dir geholfen, also schulst du mir was. Verstärkten Schwierigkeiten. Wir brauchen Wally. Wir brauchen jede Hilfe, die wir können. Die wir haben können. Man hat das Gefühl, als wärst du dir nicht sicher, ob du kommen sollst. Vielleicht hat Merlin eine Idee, wie du dich bei uns wohler fühlen würdest. Ich werde ihn fragen. Bitte Merlin um Hilfe für Wally. Dann laufen wir mal zu Merlin. Ja, und das war's auch an der Stelle. Lass doch sehr gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns auch hoffentlich beim nächsten Mal.